Hallo, 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 liebe Freunde. So, in der letzten Folge, haben wir erfahren, in welche Körperöffnung man ein Thermometer stecken kann. Und haben erfahren, dass unser Innerstes noch viel zu heiß ist. Das heißt, wir müssen unser Innerstes irgendwie abkühlen. Also ist es noch zu warm im Darm. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt hier das Eis. Ich hole mit der Spitzhacke hier ein bisschen Eis. Und dann hoffe ich, dass wir schnell genug das Eis in die Leichenhalle bringen können, ohne dass es schmilzt. So. Los. 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 Schatten. Hoffentlich ziemlich schnell genug. Darunter. Dann erstmal nochmal den Spiegel. Ein Spiegel. Wer ist? Mit dem Bunsenbrenner? Ich muss das jetzt schnell machen. Auf die Werkbank, auf die Platte. Dann das Eis mit uns selbst benutzen. Wo haben wir das hingeschoben? Wenn er niedrige Körpertemperatur will, dann soll er niedrige Körpertemperatur bekommen. Wo haben wir jetzt... Ach, ich will es gar nicht wissen, wie wir uns jetzt gerade einen Eisblock in den After geschoben haben. Das sollte ihn täuschen. Okay, wir versuchen es nochmal. So sieht man sich wieder. Diesmal bin ich ziemlich sicher. Schon seit einer ganzen Weile fühle ich mich ein bisschen tot. Aber eben gewann ich den deutlichen Eindruck, endgültig ins Gras zu beißen. Wenn du mich noch einmal untersuchen könntest? Zuerst gilt es herauszufinden, ob dein Atem an einem Spiegel beschlägt. So, reich mir jetzt den Arm, damit ich den Puls überprüfen kann. Ich sehe, sieht alles gut aus. Noch ein letzter Test. Deine Körpertemperatur. Hey, warte! Lass uns darüber reden! Ja. Wundervolle Neuigkeiten! Ja, wundervolle Neuigkeiten! Ja? Bin ich tot? Mausetot! Endlich ein zufriedener Kunde. Zufriedener Kunde? Hier ist der Totenschein. Er berechtigt zu günstigen Tarifen in Bezug auf Grabsteine und Einbalsamieren. Außerdem hast du Anspruch auf gratis Getränke beim jährlichen Leichenbestatterball. Leichenbestatterball? Das klingt nicht nach viel Spaß. Oh, weißt du, es geht mächtig rund, sobald die alten Balsamierflüssigkeiten so richtig in Wallung geraten. Zum Schluss bringt's einen um. Aber das ist ja immer so, oder? Nun, ich wünsche dir einen netten Tod. Wende dich vertrauensvoll an mich, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Okay, wir haben jetzt einen Totenschein. Damit können wir dann jetzt ja wohl hier zum Leichensammler. In Ordnung. Steig auf. Bald kannst du einen hübschen postmortalen Urlaub genießen. Habe ich denen vom Gepäck und den Grabbeigaben erzählt? Ich fürchte ja. Nun, man kann nicht alle Leute zum Lachen bringen. Eigentlich gelingt's mir bei kaum jemandem. Ah, du Hohei und Ahoi, Matrose! Beim Klabautermann! Festhieven und an die Planken! Hör auf! Ich bitte dich, es ist authentisches nautisches Kauderwelsch. Wir haben schon darüber gesprochen.
Unsere geschäftliche Beziehung kann nur fortgesetzt werden, wenn du mit diesem Ahoi-Unsinn aufhörst. Es ist entwürdigend. Aber ich werde damit meiner Rolle gerecht. Nein, du weist nur darauf hin, ein Idiot zu sein. Dies soll eine Seereise sein, keine Veranstaltung von Captain Seebärs lustigem Ferienclub. Wenn wir in See stechen, so müssen wir den üblichen Klischees von seefahrenden Leuten entsprechen, ne? Ist doch ganz klar. Du kannst mich nicht für die Vorstellung unserer Kunden verantwortlich machen. Sie erwarten sowas. Ohne den Hüf, den großbraffen Kram, halten sie einen ja nicht für echt. In meinem Geschäft kommt es sehr auf Mundpropaganda an. Mundpropaganda? Deine Passagiere sind tot? Ja, na schön. Bring sie an Bord und damit hat er sich. Wie bitte? Nix, ich hab mich nur geräuspert. Irgendetwas an dir ist seltsam. Und auf geht die Reise. Als ich durch die Paradiesstraße ging, sang ich Heyo beim Klabaudermann, traf ich dort ein freches, junges Ding. Oh, lass mich mal an die Schafe ran. Verdammt! Hallo, wie wär's mit einer Tasse Tee, hochverehrter Seebär? Oh, das ist der Geist von Captain Lavendelbord. Kommt direkt vom Meeresgrund. Rette sich, wer kann, Frauen und unerschrockene Seebären zuerst! Ich begegne mehr Verrückten, als der reine Zufall erlaubt. Wie dem auch sei, offenbar habe ich jetzt das Kommando. Okay, wo geht's hin? Das ist ein bisschen zu weit. Aber eine schöne Ansicht der Scheibenwelt und von Groß Arthuin. Der Sternenschildkröte. Ein roter Himmel, interessant. Und irgendwie ungesund, habe ich das Gefühl. Bondi Beach. Mhm. Oh, da ist tot. Du, da bist du. Und stinkfaul, wie ich sehe. Komm, steh auf und zurück an die Arbeit. Es herrscht das reinste Chaos. Nein, mir gefällt es hier. Hier kann man sich prächtig entspannen. Sonne, Meer und Garnelen. Wie ich sehe, hat die Sonne dich hübsch gebleicht. Komm jetzt, wir kehren heim. Nein, ich kehre nicht zurück. Ich habe mich für sie zu Tode geschuftet und zum Dank hassen sie mich alle. Man hasst dich? Und wenn schon? Du bist der Tod. Du solltest über solchen Dingen stehen. Du passierst einfach. Ich möchte mehr vom Leben. Ein bisschen Popularität. Ist das zu viel verlangt? Ich arbeite hart für alle. Und bedanken sich die Leute dafür? Nein. Sie sollen sich bedanken? Fürs Sterben? Wenn ich dir verspreche, dich populär zu machen, kommst du dann mit mir zurück? Die Leute werden mich mögen. Versprichst du mir das? Ehrenwort. Wenn ich dich enttäusche, kannst du mich beruflich besuchen. Abgemacht? Na schön, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Ich weiß schon, wie wir die Botschaft ins Denken und Fühlen der Leute bringen, mein fürchterlicher Freund. Hast du jemals etwas von den sogenannten Klickern gehört? Klicker, meinst du? Um eine legendäre Gestalt populärer zu machen? Das ist eine ziemliche Herausforderung, mit der moderne Marketingstrategien eigentlich fertig werden sollten.
Überlass es dem guten alten Schnapper. Na schön, aber es darf nicht an Integrität fehlen. Sorg dafür, dass alles schön wird. Schön? Oh, natürlich. Ich kümmere mich um alles für die Hälfte der Einnahmen und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Erzähl mir jetzt von den Talenten, die du gefunden hast. Deine Hauptdarstellerin, hat sie ordentliche Oberweite? Nein. Oh, also eine Dürre, wie? Rank und schlank, was? Ha? Nun, das mit der Magerkeit stimmt, ja. Dann weiß ich schon Bescheid. Die Story ist bereits klar. Arbeite tagsüber als Schiffszimmermann drüben bei den Docks. Schweiß, 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 Holzspäne, knappes halb zerrissenes Hemd. Und tanzt jeden Abend in einem exotischen Nachtclub. Wir fügen Ton hinzu und der Erfolg ist garantiert. Ein Schiffszimmermann, der abends in einem Nachtclub tanzt. Wofür hältst du das Publikum eigentlich? Ich halte es für fähig, pro Kopf einen halben Ankh-Morpork-Dollar Eintritt zu bezahlen. Daran gibt es doch nichts auszusetzen, oder? Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Hauptdarsteller einen überzeugenden Nachtclub-Tänzer abgibt. Ich meine in Hinsicht auf das Geschlecht und so. Es handelt sich um einen Mann? Nun, ich glaube schon. Es lässt sich nur schwer feststellen. Man sieht nach dem Becken, nicht wahr? Ihr Zauberer solltet mehr unter die Leute gehen, dann blieben euch gewisse Probleme erspart. Ich sage dir, wir können alles verkaufen, es kommt nur auf die richtige Marketingstrategie an. Du kennst das Produkt, diesen Teil überlasse ich dir. Wir brauchen drei Dinge für den Erfolg. Darauf hast du die ganze Zeit über gewartet, nicht wahr? Du hast dich bestimmt regelrecht danach gesehnt, stimmt's? Zuerst und vor allem brauchen wir eine hinreißend schöne Frau, und zwar für den Presserummel. Zweitens benötigen wir eine eingängige Melodie für den Soundtrack. Und dann wäre da noch die Begleitprodukte, auch Krimskrams genannt. Damit kann man ganz schön absahnen. Besorg mir diese drei Dinge, dann ist der Film überhaupt kein Problem. Eine hinreißend schöne Frau, eine eingängige Melodie und Krimskrams. Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass du jene Dinge selbst besorgst, oder? In der Tat, welcher Narr würde seine kostbare Freizeit für so etwas opfern? Wer ließe sich von dummen, undankbaren Leuten beauftragen, nach irgendwelchen blödsinnigen Dingen zu suchen? Man müsste wirklich ein Idiot sein, nicht wahr? Na schön, wir sehen uns bald wieder. Ha! Nimm Axt, öffne Tür, töte Drachen. Warum wurde ich nicht in der Epoche der Text-Adventures geboren? Tod geht nach Hollywood. Hollywood. Tod, alter Knabe. Wir machen dich zu einem Star. Ah, jetzt können wir zu verschiedenen Orten reisen. Bollywood, Ankh-Morpork, Jelly Baby, Oase, Hügel, Pyramide. Okay, ich gehe erstmal nach Hollywood. Was haben wir denn hier so? Ah, ein prächtiges Schloss. Es wäre sicher noch viel beeindruckender, wenn es im Wind nicht so stark wackeln würde. Okay, da ist ein Schloss und das ist scheinbar alles ein Set. Ein Gegengewicht? Hervorragend. Wann bin ich zum letzten Mal von einem eine Tonne schweren Gewicht zermalmt worden? Oh, es muss Jahre her sein. Lass uns auf gefährliche Weise damit herumspielen. In Ordnung? Okay. Ah, jetzt haben wir ein Gegengewicht. Ein 1-Tonne-Gewicht. Okay, hier ist ein Briefkasten, da ist eine Stadt. Eine gewaltige Metropole. Entweder das oder wieder nur Pappe. Pappe. Briefkasten? Was hat denn ein Briefkasten hier zu suchen? 10. Die Hausnummer löst sich allmählich. Ist da was drin? Jetzt haben wir einen Zettel mit einer 10. Toll. Leer. Sonst was am Briefkasten? Keine Post drin. Okay, was gibt's hier? Schild ILM.
steht wahrscheinlich für Industrial Light and Magic, die Spezialeffektschmiede von Lucasfilm. ILM, Illuminierte Lichter und Magie? Oder das. Wieder eine prächtige Szene für Spezialeffekte und ohne klare Vorstellungen angemalt. Potzblitz, die Magie der Illusion. Was ist das für ein Geräusch? Kobolde. Wenigstens scheint es hier keine Personalprobleme zu geben. Ich habe es immer gesagt, man treffe eine Vereinbarung mit den finstersten Horden der Dunkelheit und schon steht einem die ganze Welt offen. Wir reden mal mit denen. Ich sollte besser fragen, bevor ich einen nehme. Okay. Was gibt's hier sonst noch? Ein Apparat? Dinge. Gefährliche Dinge. Und gefährliche Dinge rührt man besser nicht an. Kann man es noch klarer ausdrücken? Okay, eine Kamera? Eine Kobold-Reut-Kamera. Man braucht nur einen Kobold hineinzusetzen. Können wir die mitnehmen? Wicker. Ah ja, die können wir mitnehmen. Nicht auf die Tastatur, Wicker. Wicker. Brave Katze. So, jetzt haben wir eine Kamera. Was gibt's hier noch? Dompteur, Kobolde. Das ist einer von den kleinen Burschen, die in Kameras wohnen. Können wir den mitnehmen? Ich sollte besser fragen, bevor ich einen nehme. Ich rede hier mal. Oh, der schläft, wie süß. Dieser scheint faul zu sein. Offenbar nützt er nicht viel. Ich rede mal mit dem Dompteur. Wicker weg vom Mikro. Mein Mäuschen. Schneller, schneller arbeiten. Explosionen. Wenn es in einem Klicker genug Explosionen gibt, spielt die Handlung überhaupt keine Rolle. Von mir aus können auch Dinosaurier aus Gummi erscheinen, solange sie explodieren. Wicker, nicht am Mikrofon reiben. Hallo? Keine Zeit. Hab keine Zeit für Gespräche. Ich brauche mehr Kobolde, die in den Kameras Bilder malen. Es sind noch mehr Spezialeffekte erforderlich. Zum Beispiel Blitze und so. Du bist zweifellos sehr beschäftigt. Ich habe mich nur gefragt. Wham! Bam! Bam! Bang! Oh, schon gut. Entschuldigung, die Katze ist gerade irgendwie sehr darauf bedacht, den Mikrofonständer zu markieren und sich daran zu reiben und den anzustupsen. Tut mir leid. Wir brauchen in diesem Klicker mehr Explosionen. Eine wilde Armbrustschießerei, mehrere einstürzende Gebäude, einen Riesenaffen, der Türme erklettert und vielleicht finden wir auch noch jemanden, der ein Drehbuch schreibt. Vielleicht sollten wir bei dieser traurigen Szene einfach den Vorhang zuziehen. Was hat es mit den Kobolden auf sich? Es sind billige und entbehrliche Arbeitskräfte. Kümmern sich um die Spezialeffekte. Manchmal jagen sie sich selbst in die Luft. Ich dachte, man verwendet sie nur in Kameras. Das war zu Anfang so. Jetzt nicht mehr. Jeder Kobold kann mit einer Kamera umgehen, aber nur die geschicktesten von ihnen kommen mit der Tricktechnik zurecht. Ich brauche einen Kobold. Für eine Kamera. Du scheinst genau der richtige Ansprechpartner zu sein. Nein, ich kann dir keinen Kobold geben. Ich brauch sie. Ich brauch sie alle. Wir lassen Ankh-Morpork erst in Flammen aufgehen und dann von einer Riesenschnake zertrampeln. Von einer Riesenschnake? Das klingt nicht sehr ungeheuerlich. Ja, ich weiß, aber Schnaken können schrecklich aussehen, wenn man sie nah genug an die Kamera heranholt. Aber das ist noch nicht alles. Der Klicker zeigt Explosionen, einstürzende Gebäude und schreiende Frauen mit sorgfältig zerrissener Kleidung. Also schön und gut. Aber kannst du mir nicht einen Kobold leihen für ein paar Fotografien? Ja, gern. Nimm den auf dem Wassertank. Wir brauchen ihn erst heute Nachmittag, wenn wir Tal der Trolle drehen. Aua. Ah, jetzt hat mich die Wicker gebissen, weil ich sie vom Mikrofon fernhalten wollte. Die mag das überhaupt nicht, wenn ich Let's Playe und ihr keine Aufmerksamkeit schenke. Okay, an den Drehort. Ah, wie komme ich jetzt an den Kobold ran? Ich würde es gern versuchen, befürchte jedoch, dass die hiesige Prothesentechnik einer solchen Aufgabe nicht gewachsen ist. Wieder eine prächtige Szene für Spezialeffekte und ohne klare Vorstellungen angemalt.
Potzblitz, die Magie der Illusion. Okay, dann kann ich jetzt hier erstmal nichts machen. Dann schaue ich mal den nächsten Ort an. Ja, und jetzt ist sie zufrieden, hat sich hingelegt, nachdem sie mich gebissen hat. Jetzt ist es eine glückliche kleine Katze. Okay, dann gehen wir mal hier zur Pyramide. Ich kann nicht durch den Sand dorthin gehen. Okay, dann gehe ich mal nach JD Baby. Sehr hübsch. Ja, ja. Nee, mir gefällt's nicht. Oh nein, es ist grässlich. Wisst ihr, was helfen würde? Ordentliches Kastrieren, jawohl. Stimmt. Schnipp, schnapp, und dann sieht die Sache gleich ganz anders aus. Ja. Tja, früher ließ man nur wahre Männer hierher kommen. Heutzutage hat jede dumme Schlafmütze Zugang. Ja. Mystische Verführerinnen des Ostens. Eigentlich habe ich sie mir anders vorgestellt. Warum genießen sie einen so guten Ruf? Vermutlich haben sie einen sehr fähigen Publicity-Agenten. Okay. Und wir sehen uns, glaube ich, in der nächsten Folge wieder. Ich muss mich mal um die Katze kümmern. Bis gleich.